Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Virtual Reality, heute zusammen mit Maudado, Zombay und dem Spiel Tales of Escape. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß! Okay Leute, wir befinden uns zu dritt in einer Mine und wissen nicht, wie wir hergekommen sind und wollen hier so schnell wie möglich raus. Hier, guck mal, ich mach die Kraftstoffpumpe aus. Können wir wahrscheinlich noch gar nicht starten. Wahrscheinlich. Oh, wir haben nur eine Stunde Zeit. Guck mal auf eure Hand. Ein Stündchen. Ja. Jetzt ist sie an, bei mir. Ich hab's angemacht. Ich mach sie wieder aus. Okay, also wir sind in einem Escape Room. Wir müssen irgendwie Rätsel lösen, um hier rauszukommen. Genau. Wir müssen wahrscheinlich Strom für den Fahrstuhl bekommen, ja. Genau. Aber warum ist da alles rot? Warte mal. Was ist denn hier hinten? Da hinten ist ja auch noch was. Kann ich hier irgendwas drehen? Nee. Hier ist ein Safe, für den brauchen wir eine Nummer. Da steht eine Nummer außen dran links. Ich fühle mich einfach wie in einer Jigsaw-Falle. 1, 2, 3, 4 steht da außen dran links. 1, 2, 3, 4. Es wird wahrscheinlich nicht richtig sein. Weil die 2 ist rot. Guck mal links die Seite an. Es sagt nein. Ja, guck mal links an den Stand, wo du gerade bist. Ah ja, die 2. Ah, ja. Oder die 2 ist richtig. Die 2 ist wahrscheinlich die richtige Zahl. Und hier überall sind die anderen Zahlen versteckt. Es würde mich wundern, wenn wir direkt 3 Zahlen richtig bekommen würden. Dann schaut mal an anderen Geräten. Man kann die Spins alle öffnen auch. Eine Taschenlampe oder sowas? Ist echt dunkel. Oh, hier kann man was drücken. Der Luftkompressor. Ist dahinter? Ich glaube nicht, dass das Spiel so sneaky ist. Die unteren Fächer lassen sich auch öffnen, Zombie. Ah ja, okay. Ich mach's auch mal auf. Nee, da ist nichts. Oh, Mann. Hört ihr das auch? Ja. Da war ein Wookie. Der Wookie sagt, er liebt dich. Okay, in den Schränken habe ich nichts gefunden. Ja, ich auch nicht. Auf meine Uhr stehen auch 4 Zahlen. Nice, Mordado, danke. Kein Ding. Ja, vielleicht muss man echt im richtigen Moment mit der Zeit einmal eingeben. Nee, wäre viel zu schwer. Nee. Ja doch, man kann halt davor und dann zählt einer runter. Was haben wir denn hier? Wir haben hier solche... Metalding? Alter! Guck mal, wir haben hier so ein Drehrohrrätsel. So, das muss ja wahrscheinlich nach da oben verbunden werden. Ach so, ja. Glaube ich auch. So? Da oben muss es hin. So. Genau, dann kann ich hier drücken. Mach mal. So, sollte verbunden sein. Oh, jo, da ist es runtergefallen. Ah, dann brauchen wir auch einen Code. Ja, super. Sag mal, können wir aufhören mit den Codes? Warte, ich probier mal 1, 2, 3, 4. Ach du Scheiße. Geht nicht. Nee. Können wir das mitnehmen? Nee. Hätte mich auch gewundert, ist ein bisschen schwer. Dann lass uns doch mal hier rüber gehen. Okay. Bin ich in so einem Todesraum? Okay, tschüss, Leute. Tschüss. Erster. Oh. Erster. Ich bin in der Wand. Oh nein. Geh du vor. Was ist denn hier? Nee, geh du vor. Hallo? Warte mal. Ich brauche eine Taschenlampe, um hier zu gehen. Hier ist was, hier ist was. Ach, die Lampe, die nicht an ist. Ja, okay. Das heißt, wir sollen hier noch nicht lang. Licht. Ja. Okay. Hier ist ein TNT-Kabel. Das geht in unsere Höhle. Da brauchen wir einen Hebel. Dann können wir hier die Wand sprengen. Hat jemand einen Koppel und einen Stick? Leute, wir sollten vielleicht mal gucken, was das hier ist, ne? Hier in den Taschen. Da, 2, 5, 7, 9. Was? Echt? Ah ja. Das und sind die auch roten wieder Farben. Ja. Wir müssen unbedingt die roten... Ja, ich probiere einfach 2, 5, 7, 9 bei den beiden. Ja, okay. Gut, wir brauchen 4 Zahlen. Eine rote Zahl noch wäre gut. Ja, aber die 2, die war an zweiter Stelle, ne, Zombie? Die rote. Ja, dann passt's nicht. Ist doch egal. Einfach mal gucken, wenn wir 4 rote Zahlen haben, können wir die ja durchprobieren. Ja, stimmt. Wir sind doch so dumm. Wir haben doch die Antwort hier. 5 Säulen, 1 Säule, 4 Säulen, 3 Säulen. Lol, ich dachte, das gehörte dazu. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Säulen. 6 sind das, Zombie. 1, 4, 3. Ja. 6, 1, 4, 3? Ja. Ah! Ja, da ist die Kurbel. Könnt ihr jetzt endlich mal die Kurbel ansetzen? Ja, wo ist sie denn? Los, Mordado. Hier. Mordado hat sie. Hier, okay. Manu, für dich. Nimm das sie. Bin ich nicht. Ich bin nicht Manu. Los, Manu. Ich heb sie auf für dich. So, ein Kurbel mal. Geh da rein! Geh da jetzt rein! Hallo? Sicher, dass das dafür ist? Manu, gib mal her. Hier. Ich bin handwerklich nicht so begabt. Ich merk's. Ich auch nicht. Vielleicht auf der anderen Seite doch? Das kann sein, ja, eben, das ist eher so eine Schraube vielleicht. Ah, ja. Oh, ich hab's geschafft! Warte, ich will! Oh, kommt! Dreh los, Manu! Ne. Was ist da? Tasten. Hier steht auch ein Code drauf. Ah, 4945. Kannst du den öffnen? Ne, kannst du wahrscheinlich nicht, ne? 4945.
Ich glaube nicht. Und hier ist nochmal ein Code. 30717-9526. Auf jeder Seite steht eine Zahl. Nee, das passt ja auch einfach nicht. Also zu dem Rätsel, was da an der Seite ist. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas passen würde. Wir können alles mal eingeben. Aber wir müssen eigentlich alles aufschreiben. Nur wie? Warum? Wir haben doch die Objekte hier. Ja. Was haben wir, eine rote 2? Bei den Briefmarken, meine ich mal noch. Ne. Bei den Briefmarken war noch eine... Also wir haben eine rote Briefmarke, auf der eine 5 ist. Bei dem 9. Säulenbild. Da alles zwar weiß, ja. Aber die Briefmarke ist rot. Ja, ja. Ah ja, 5, stimmt. Ey! Was ist da runtergefallen? Der wirft hier Sachen nach mir! Ja, was ist denn noch so auf dem Koffer drauf? Ja, okay, Zahlen, die wir alle ausprobiert haben. Oh Gott. Können wir mit dem Rohr hier irgendwas reparieren? Stimmt, ne? Da, ja, könnte sein, nimm mal. Oh, Maudade, guck mal, das sieht ja schon mal sehr gesund aus, ne? Geil. Ich glaube, hier werden wir noch irgendwen treffen. Sag sowas nicht. Zeig mir die auch nochmal. Ist da irgendwas... Da, okay, da ist ein Pfeil. Vielleicht in die Lesrichtung oder so? Hast du alle mal rückwärts ausprobiert? Da, das, ja, aber... Oh, warte. Es muss einen Hinweis geben. Warte mal. Warum ist der Pfeil da? Nee. Der Pfeil gibt gar keinen Hinweis. Gibt's bestimmt irgendwelche Kleinigkeiten noch. Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht, dass man es einmal im Kreis lesen soll, aber gibt ja auch. Ach so, nee. Nee, hier ist auch nichts, außer der Pfeil. Oh, Manu, Hilfe! Was denn? Nein! Nein! Sag mal, kann das sein, dass Maudado sterben will? Ja. Ich wurde in die Wand einbetoniert. Wurdest du gar nicht? Was laberst du? Jetzt rette doch mal unser Leben! Was soll ich denn tun? Ich weiß nicht! Ja, suchen, du stirbst gleich! Ich drück den Knopf. Geil. Tja. Endlich. Wir können hier auf die Tipptaste auch drücken, wenn wir super Probleme haben. Ach so, stimmt, ja. Nächster Hinweis in 0 Sekunden steht da. Ja, ja, man kann den, glaube ich, übers Menü öffnen. Ja, dann nehme ich jetzt einen Hinweis. Sonst schaffen wir das nie, ja. Es gibt einen eisernen Schrank, der ein Schloss hat. Die Nummer 2 auf ihm ist rot. Nimm die zweite Anzahl aller 4 Ziffern auf dem Werkzeugkasten. Nächster Hinweis in 300 Sekunden. Die zweite Zahl auf dem roten Werkzeugkasten. Ach komm, Alter. Dass wir daran nicht gedacht haben. 0. Oh. Hä? Warte? 7950. Ja. Und? Ah, Lämpchen! Vivian, ja! Ja! Ich nehm eine. Ah, wollen wir die auf den Boden werfen? Nee, lieber nicht. Licht! Ich will Licht! Aber wohin? Sollen wir die jetzt da einbringen? Ja, in den Gang, denke ich mal. Ja. Okay. Ja, im Gang ergibt am meisten Sinn. Ja, ich dachte, es wäre ein Stromproblem, aber macht schon Sinn. So, ich pack's mal hier rein. Ja, oh! Gut gemacht, Manu, gut gemacht! Danke! Los, Zombie. Da! Oh Gott! Oh Gott, und ich pop mich noch rein! Ach, Schalter! Woo! Die wir in der richtigen Reihenfolge machen müssen. Ah. Und noch ein Code. Mal, wir haben doch Karten. Warte, ich gehe die Karten angucken. Oh hier, ja, ja, ja. Kannst du beim Licht machen? Ja, aber wo? Gib mal. Was ist los? Oh. So, was habt ihr? Raute. Ist eine 9. Kreuz. Achso, warte, ich geb erstmal die 9 an. Ja, Mist, ich sehe kein Licht. 9? Was war Kreuz? Wie sieht Kreuz aus? Ich kann mich nicht gerade. Dieses Kleeblatt-Ding. Kleeblatt, eine 2. Schippe, also dieses Herz, dieses umgedrehte schwarze. Eine 7. Pack's mal hier oben drauf. Und dann Herz, das normale Herz. Eine 5. 9275. 9275. Oh! Ah! Pfeil oben, unten, unten, oben, unten. Ist als Hinweis da drin. Und so. Ah doch, hier ist noch was. Eine Art. Das ist ein Bild. Oh! Von Manu bei seinem Urlaub. Yo! Eine 8 steht da drauf. Die Hebel gelegt sein müssen. Sag mir mal, was. Ja, ich hab schon. Ich. So. Und, ah, endlich. Aber wir haben noch eine Glühbirne, nicht vergessen. Hab ich schon alle gemacht? Ja, ich seh's von hier, Maudado. Ich hab doch was gesagt. Ich seh's doch von hier. Ja, dann nimm die doch mit zurück, vielleicht brauchen wir die später. Ja, die ist da oben. Dass wir diesen scheiß roten Kasten nicht geschafft haben. Ja. Naja, passiert. Das ist unser erster Escape Room. Oh. Hier sind Bilder. Ja, ich hab auch eins. Lass sie mal alle zusammenbringen. Was denn? Upgrade. Gut, dass ihr das nicht gesehen habt. War da ein Monster oder was? Nee, ich wollte nur hinter das Bild gucken, da war nichts. Okay. Guck mal hinter das Bild. Nee. doch, mach mal. Will ich das sehen? Ja. Okay, ich guck hinter, mach die Augen zu. Ich seh's im Schnitt. Doch, das geht doch. Ich hab nicht, ich hab nicht hingeguckt. Ich seh's im Schnitt. Kannst du hingucken, ist nicht schlimm. Kannst du echt hingucken, das sieht nur eine Fratze. Hallo?
Der geht nicht. Ich habe auch gedacht, wow, jetzt haben wir es, aber... So eine Scheiße hier, ey, Billigkram. Kapitel 1. Oh, hier unten ist noch ein Bild. Ach, das sind Minenhelme, was du da auf deinem Bild hast. Das ist ein Minenhelm, Manu. Ach so, pack die Bilder mal bitte hier. Ja, hier, den Code brauchen wir, glaube ich, hier. Der war nämlich da in dem Schrank. Wow, da sieht man ja richtig viel drauf auf dem Tisch hier. Und da sind auch überall Bilder. Ja. Was ist das? Da ist doch bestimmt irgendwas... Da ist nichts drauf, ernsthaft? Alter, ey, allein die Bilder, wie gruselig die aussehen. Was ist denn los hier? Oh, hier ist ein Schuh. Upon the Eclipse. Hier ist ein Schuh. Oh, hier noch ein Upgrade, gib mal. Hui. Path in the Dark. Da ist eine Zahl drauf, wer hätte es gedacht? Ja, dann legst du halt zu dem anderen Zeug. Das setzt gerade ein Bild zusammen. Ja, geiles Puzzle. Alter, man sieht hier nichts in dem... Nee, wir müssen hier weg. Lass mal weggehen. Hä? Hier ist es richtig hell. Es fehlt noch ein Stück. Ja, viel zu hell. Achso, ja, da im Bild. Ihr müsst es in das Bild einsetzen. Achso, du meinst hier? Ja. Achso, lol. Guck mal, ich hab Patex dabei. Es zeigt, wie irgendwelche Hebel gedreht sein müssen. Oder die Helme. Nee, da die Helme. Sind Zahlen drauf. Das 8, sind die Helme. Da sind Zahlen, ja. Aber man kann sie kaum lesen. Ja, 8, 2, 4. 8, 2, 6. Oder 8, eine 4. 2, nee, eine 4, 4 stimmt, 8, 4. 4, 4. 8, 2, 4, 8. Okay, aber wenn wir irgendwann mal Helme auch so aufhängen müssen, wissen wir auch Bescheid. Nö. Nee, vielleicht der andere. 8, 2, 4, 8. Nee. Okay, haben wir es vielleicht falsch gelesen? Ja, irgendeine Zahl wird bestimmt falsch sein. Warum ist hier ein Schuh? Lass den da ist ein Hinweis drauf. Ja, ich kann das nicht erkennen, Da steht eine 12. Das ist eine 1, glaube ich, statt eine 4, oder? 8, 2, 1, 8, kann das sein? Ja, ist eine 1. Das ist eine 1. 2, 1, 8. Wo seht ihr da eine... Auf den Helm. Achso, nee. Ja. 8, 2, 1, 4. Eine 4, 8, 2, also, 1, 4. Also, er sieht auch eine 4, ah. Nee, aber ich... Hier ist nichts mit einer 4. Nee. 8, 2, 1, 4 ist auch nicht. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall noch zwei Dinger, die wir lösen können. Hat denn hier noch keiner reingeguckt? Nee. Der ist auch nichts. Hier sind wieder überall Bilder. Guckt immer schön hinten drauf. Warte, hast du es vielleicht in der falschen Reihenfolge reingemacht? Ging das überhaupt? Nee. Ging nicht. Der hat es einfach reingelutscht. Den können wir später mitnehmen. Ja, genau. Wir sind hier gerade in Sektion C. Wir sind ja hier gerade in C. Da ist B und hier sind wir durchgegangen. Müsste ja hier so ein Tunnel sein. Bin ich in A? Ja, aber glaubst du nicht, dass wir jetzt erstmal ganz stumpf die Zahlen eingeben müssen? Ja, vielleicht ist der hinter diesem Schrank, wenn wir den Code eingeben oder so. Warum ist denn hier nichts drin, Alter? Wofür sind die ganzen Schränke da? Die haben einfach pure Enttäuschung, ne? 1910 steht auf dem Bild. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Und... 1920 auch. Ja, und 2207 sieht oben ganz komisch aus. Oh, das sind... Guck mal, die zwei da oben. Das sind nämlich keine... Ach nee, hä? Was sollen die Zahlen oben bedeuten? Die ergeben ja gar keinen Sinn. Okay, beides geht nicht. Ja, versuch mal 2207, hast du schon. Hä? Oh, oh. Was war? War bei euch auch schwarz? Ach so. Ja, das haben wir jetzt Licht ausgemacht. Nice Prank. Wir müssen ja hier auf jeden Fall was finden, ne? Wir haben ja im anderen Raum gar nichts mehr gehabt. Alter, das Geräusch. Außer wir können hier noch irgendwas rüberbringen, um Strom zu machen. Habt ihr in die Kiste hier geguckt? Nö. Nee. Die Dinger leuchten hier, die gelben Dinger am Rand. Die mit Scharniere, die Metallscharniere. Aber ich kann die nicht öffnen. Ah, das heißt, wir brauchen einen Schraubendreher. Ja, oder halt irgendwas zum Aufbrechen. Ja, eine Stange. Ein Rohr. Das wäre lustig, wenn das mit dem Rohr gehen würde. Also auf dem Schuh steht immer noch 12. Ja. Ich frag mich halt, wo der andere Schuh ist. Passiert irgendwas in dieser schrecklichen Animation? Ach, lol, ist ja voll Billo. Jetzt hab ich's gesehen. Okay, ich sehe nichts mehr. Hallo, seid ihr noch da? Ja. Ist zwar ein bisschen traurig, aber soll man nicht einfach einen Hinweis nehmen? Nee. Ich will noch die. Wir haben so viele Zahlen hier. Ja, wir haben zu viele Zahlen hier. Kannst du es andersherum halten, theoretisch, das Bild? Würde es auch noch Sinn ergeben? 8, 1, 2, 8. Ja, sogar viel, viel einfacher zu lesen. Probier mal bitte. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. 8, 4, 2, 8. 8, 4, 2, 8. Auf Zombie ist ein Barcode. Hat einer einen Scanner dabei? Guck da! Ja, ich weiß, auf dir auch. Warte, was muss ich hier eingeben? 8128. Und danach mal 8148 testen. Okay. Ja, schade, dass man sich Sachen nicht mopsen kann. Ja, es könnte auch mit Fantasie eine 8264 sein. Probier das mal. Nee. Also so rum wird nicht richtig sein. Ja, wir legen es nächstes Mal auf den Tisch, ist einfacher. Ja. Vielleicht sollten wir... Wenn es auf dem Tisch liegt, dann ist das Licht auch so komisch, oder? Nee, ich meine jetzt da auf der Ablage bei ihm. Ja, das ist auf jeden Fall eine 1. Der Schuh ist auch noch so eine Sache. Ja, da ist ein 12 drauf auf dem Schuh. Ja. Ja, wir haben echt viele Zahlen hier in dem Raum. Wir haben auf dem Gemälde haben wir
12 Zahlen. Auf dem Schuh haben wir eine 12. Und wir haben die Helme. Bestimmt, wenn wir einen Hinweis haben, ergibt alles wieder voll Sinn. Ja, soll ich machen? Ich weiß nicht, wie lange das noch ist. Wir haben nur noch 20 Minuten. Ja, was ist denn das, wenn wir alle lösen? Ja, ich weiß. Ja, was heißt alle? Nicht alle. Aber es bringt ja nichts, wenn wir jetzt... Ja, jedes Zahlenrätsel halt bisher. Finde alle Stücke des Bildes mit dem Helm der Bergleute und finde den Code, der den Schrank öffnet. Was? Es ist für den Schrank, der Code. Jetzt haben wir ja. Wir sind aber nur zu dumm. Wir sind einfach zu blöd, um es abzulesen. Sag mir doch mal alle Möglichkeiten. Und find den Code, der den... Die Reihenfolge haben wir ja dadurch auch schon. Das macht alles keinen Sinn. Ah, warte mal. Gib mal bitte. Vielleicht eine 5? Gib mal bitte. Erste? Lass echt mal... Wow. Aber so ist wenigstens die 4 gerade und die 8. Ja, seht ihr das? Ja, so sieht man die Zahlen, so wie sie sein sollen. 8, 2, 4, 8. Noch eine 1. 8, 2, 1, 8. Ja, hatten wir aber auch schon alles. Ja, eben. Okay, warte, lass mal nochmal drehen. 8, 1, 2, 8, einfach nur mal andersherum. Wir haben sogar die Lösung, aber... Ja, wir hatten ja schon die Lösung, ja. Nee, ja, das ist, also da muss ich sagen, da flame ich jetzt die Auflösung. So, spielen wir nochmal in 5 Jahren, wenn die nächste VR-Brille draußen ist. Vielleicht ist es erst eine 5. 5, 2, 1, 8. Das soll eine 5 sein? Mit ganz viel Fantasie. Hast du eine bessere Idee? Ah, ja, weil das da dünn ist, ne, hast recht. Nee. Es war ach du, das gib soll... Mal her, Leute, mal her. Nein, ich zeig das mal den Leuten. Leute, das da soll eine 5 sein. Und zweiter Schuh! Ja! Und hier für dich, Manu! Glotz! Boah, Alter, wie schwer ist der denn? Hier, zweiter Schuh. Den habe ich schon dahingelegt bei mir. Nee, ich habe ihn auch noch hier. 0912. Jeder hat seinen eigenen Schuh. Ja, mit anderen Zahlen am besten. 0912. Ja. Oder da bin ich mal gespannt. Eins und beiden. Oh, Feuer. Danke, ey. Da oh, Feuer. Fürs Dynamit. Ah, und Feuerzeug. Oh! Endlich. Geil. Nimm mal den Backstein mit. Hä, aber das Feuerzeug. Wo ist der Buki? Da ist er. Feuer. Oh, süß. Warte, ich geb dem was zum Spielen. Ja, hier bin ich. Na komm. Ey, nicht, dass wir sterben können. Wir haben nur noch 16 Minuten. Wir können nicht sterben. Das ist die Skelettmine. Da oben steht's. Über uns. Oh, Mann, da, warum ist da ein Hammer? Leute? Hallo. Das ist ein Freund. Ja, warum ist da ein Hammer an der Decke? Schwing dich dran! Ich bin zu klein. Oh, hier steht was an der Wand. This cave has become my nightmare. Ja, schön, dass wir jetzt auch hier sind. Ja. I'm dying in here. Nee, wir, mehrere. Guck mal, wie viele Tage der hier einfach ist. Mine, I killed them all. The treasure is saving. The treasure is mine. Ja, rechne mal aus. Alter, ja, mach ich. Leute, hier ist noch eine Tür, ne, die wir nicht öffnen können. Ich löse den Code jetzt mal easy, weil ihr alle zu faul seid, da hochzugucken. Es hat ja irgendeinen Sinn und Zweck, warum manche schräg sind und manche nicht. Natürlich, das sind Zahlen. 1, 8, 1, 8. Oder ist es eine 8? Nee. 2 ist 3. Das, oder? Eine 3. 1, eine 3, ja. Warte, 1, 6, 1, 3. Tada. Das ist... Easy. Ein Hackbeil! Damit können wir die Arme abhacken. Ja, nimm mal nur. Oder wir können den Skelettmann entköpfen. Hier, nimm mal das Feuerzeug an, ne? Das vielleicht können wir seinen Kopf klauen. Nee. Ja, ich will ihn töten! Geht nicht, schade. Ich hack die Arme ab, warte. Und das Seil danach. Erstmal das Wichtige. Was für Achso, von dem Ding. Ja, geht nicht, schade. Alter, das ist ein geiles Easter Egg. Ach, da die Fackel meintest du, ne? Ich raff nicht, wie das. Ach, wir brauchen wahrscheinlich Feuer, um das Feuerzeug. Das macht auch keinen Sinn. Ja, ich weiß. Geht die auf? Nee, welches Seil meinte die eben? Wo hast du einen Schrumpf hier hin? Nee, ich hab nicht vertan. Kein Seil. Da ist ein Seil, das Seil dran. Ja. Ich seh's. Hack durch. Jawohl. Oh. Hey, Arme! Oh, seine Arme! Ah, die Axt, das Hackball ist weg. Ja, und seine Arme sind da. Cool. Und jetzt kann man das. Oh, hier, Brudi. Ja. Oh, danke! Er hat uns einen Hammer gegeben. Ach, wie nett ist er denn? Hui. Darf ich? Ja. Okay. Als ob das jetzt einfach. Zack! Ich glaub nicht, dass es für die Tür ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Haben wir irgendwo eine brüchige Wand? So, okay, ja, dann gehen wir das Feuerzeug mal hier auf dem Fass. Wir könnten den Plan anschauen. Das Feuerzeug ist nicht. Zombie meinte doch eben, es gab einen Tunnel. Ja, eben. Also hier ist noch eine Tür, die zu ist. Ja, das kannst du vergessen. Da brauchen wir diesen Generator hier, den müssen wir irgendwie aktivieren. Ja, ja, und um den zu aktivieren, müssen wir die anderen aktivieren. Oder nicht? Ah, nee, das Seil ist abgeschnitten. Wir müssen jetzt die brüchige Wand finden, oder? Ja. Da! Hilf doch einfach unserem Freund!
willst du raus? Hol ihn raus, ja! Ja, willst du raus? Ja, komm! Nee, schade, will er nicht. Das macht mich traurig. Da ist ein Riss in der Wand zum Schräger. Nee. Maudado, bitte stärker. Ja, streng dich mal mehr an. Nee, okay. Man merkt deine Minikraft-Skills. Ja, danke. Ich glaube nicht, ich habe die Bewegung von Steve persönlich gelernt. Ja, hallo Monsti. Was geht ab? Wir haben kaum noch Zeit, Monsti. Wir können uns nicht mit dir beschäftigen. Ja, 10 Minuten noch. Oh Mann. Ich hau einfach auf. LOL. Oh, ja. War da was drin? Guck ja, mal. Bestimmt, ja, ich oder? Glaube schon. Ein ja, Zahnrad. Zahnrad, geil. Hä? Hast du es jetzt? Nee. Hier ist noch eine. Maudado. Leute, ich krieg das Zahnrad nicht. Ich hau einfach auch alles mal an. Leute, ich krieg das Zahnrad immer noch nicht. Bitte, das muss irgendwie anders auffilmen. Ich bin da verbuggt bei dem Zahnrad. Boah, Gott sei Dank. Ah. Oh, du hast gefangen. Lol. Zahnrad. Haben wir schon... Nee, wir haben nichts in diese Richtung gesehen. Oh, guck mal, der will eine Umarmung. Das ist das Rätsel. Oh, ja. Ja, hallo. Wir sind gleich tot, ne? Ich will nicht. 8 Minuten noch. Zahnrad? Hey, Maudado, kriegst du das hier nicht kaputt? Der hat da schon gegen was? Gehauen. Ja, mal das mal. Sieht doch genauso aus. Ja, das habe ich. Guck hier, warte. Ich bin echt enttäuscht. Einfach mega enttäuscht. Was ich auch super interessant gerade finde, ist die Tatsache, dass wir absolut keine Ahnung haben, wie lange das eigentlich geht. Und ich glaube, wir waren schon relativ langsam. Ja, natürlich waren wir langsam. Ah, bestimmt hier beim Fahrstuhl, oder? Nee, ich komm schon. Irgendwie, ich will raus hier. Vielleicht beim Generator. Kannst du das Zahnrad hier einfach irgendwie auf oben drauf legen? Ich hab's. Hier, kommt her, ich hab's. Wo beim ist Fahrstuhl. Hier? Fahrstuhl. Ach so. Oh, Freiheit. Echt schon geschafft? Keine Ahnung. Oh. Es passiert nichts. Oh, doch. Junge, warum? Bei mir passiert nichts. Junge, seid warum? Ich mach die Augen zu, okay, danke. Sammel. Nein, es ist nichts, aber... Hey, Minecraft! Wo sind wir? Hallo! Ey, Alter, hallo, ich hab echt eine Spitzhacke. Ey, wie geil ist das? Guck mal. Das ist Holzfässer, Maudado. Tötzi. Wo? Da vorne. Da ist ein Knopf. Du schickst mich kaputt. Nur vor, damit ich sterbe. Ey, wir sind sowas von tot, ne? Komm, ich geh vor. Wir müssen uns mehr... Nein, ich meine nicht in Bezug auf irgendwelche Gegner, sondern auch in Bezug auf die Zeit. Hier, drück mal, Manu. Ein Backstein. Hier kannst du was drücken. Hier ist eine Ampel. Achso. Eine Ampel. Hallo. Hier ist echt eine Ampel. Ja, und hier ist ein Knopf. Drück mal, Manu. Hier, was ist das denn? Oh, geht da nicht. Da fehlt irgendwas. Oh, guck mal, da oben ist der Ausgang. Da ist die Freiheit. Ja, aber da bringt uns ja nichts. Guck, da ist doch eine Riesenleiter. Warum klettern wir die nicht hoch? Riesenleiter. Sieht aus wie Kohle. Ja, aber es klingt so metallisch. Ja. Ah, es ist eine Schatulle, die man öffnet. Ach, hier oder? Ist der Sprengstoff, den wir brauchen. Stimmt, das hat doch da so ein... Ja. Hier brauchen einen Code, Leute. Ich weiß nicht, meine Realität... Ah, da sind explosive Dinger drin. Für das TNT da rechts. Vergessen Sie nicht, primär für die Explosiven. Was? Ah, und da sind die Zeichen wieder drauf. Was haben wir hier? Liste. Was ist denn? Ach so. Liste der Primnummern. Ach so, deswegen stand hier auch mit Primär, ne? Ja, genau. Aber es ergibt keinen Sinn, eine 2 ist gerade... Ist eine 2 eine Primnummer? Nur durch sich selbst. Was war nochmal die Definition von Primär? Es kann nur durch sich selbst teilbar oder durch ein 1 geteilt werden. Müssen wir die Liste fortsetzen und die Zahlen dann eingeben? Das wäre eine Idee. Was steht da genau? Primär für die Explosionen. AK für die Kiste. Dann mach mal die Primärnummer nach 31, keine Ahnung. Maudado. Ja, warte. Hast du gerade gegessen? Maudado hat seine Hand irgendwie weggeworfen. Alter, wir haben noch 3 Minuten zu leben und du holst sie erstmal aus Essen. Ich gehe auf Wikipedia! Achso. 31 ist die letzte, oder? Ja. Ja. 37, 41. Der passt ja nicht drauf, oder? Nö. Nö, geht nicht. Okay. 37, 41 war falsch. Ja, hol einen Tipp. Wir verstehen primäre Zahlen nicht. Benutz eine Kreuzhacke, um das Schloss an der Tür des Schatzeszimmers zu brechen. Da ist ein Schloss. Ach, wir hatten doch die Spitzhacke. Die Spitzhacke musst du benutzen, um das kaputt zu schlagen. Ja, ich wusste nicht, dass da ein Schloss dran ist. Manu, ich hab eine Spitzhacke. Kommst du? Wo bist du? Ach, ja, da an der Tür? Ja. Okay. Oh, ist abgefallen. Als ob! Nein! Wer soll denn darauf kommen? Ich dachte, da brauche ich mal einen Schlüssel oder sowas, wenn dann überhaupt. Ach du Scheiße. 3, 8, 7, Leute, 50 Sekunden noch. Hol einen Tipp! Ich kann nicht erst in 300 Sekunden. Okay, sag mir einfach irgendwelche Zahlen, ich gebe sie ein. 2, 7, 5, 8. Mach von groß nach klein. Von groß nach, ja eben. Oder von klein nach groß. 2, 7. Nein, hör auf. 3, 4, 7, 9. 6. 3, 4, 7. Was? Wo siehst du eine 6? 3, 7, 4, 6. 3, 4, 7, 6. Wir sind tot. Ja. Minus. Warte, ne. Minus? Ach so. Nur Challenge failed, okay. Ach, okay. Ja, ich auch. Warte, nein, wir nehmen nur die primären Zahlen davon. Ach so.
Ach stimmt. Macht Sinn. Ja, aber in welcher Reihenfolge? Von groß nach klein, einfach 3, 2, 5. Ist eine 8 eine Primzahl? Du hast die Liste. 7 ist eine, oder? War nicht 7 eine? 3, 7, 2, 5. 3, 7, 2, 5. 3, 7, 2, 5. Ja. Geht. Ja, da okay. Ist es. Da oh. Ist es. Lecker. Oh, jetzt springen wir das weg. Genau, jetzt legst du das. Jetzt muss ich es da hinten haben, ne? Ja, ja. Genau. Ja, ist dran. Los! Ey! Oh, eine Schatztruhe! Sie wurde eingesperrt! Oh nein! Oh, die Arme. Ach, weil die Zeit abgelaufen ist! Da ist der Schatz! Als ob das Ende war! Congratulations, thank you for playing! Alter, das... Oh, nicht in Zeit! Leute, aha. Das tut so weh, ne? Wir haben jetzt irgendwie eine Minute überzogen. Wow. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! 61 Minuten! Mit 3 Tipps. Okay. Schaut am besten mal in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bewertet den Part und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.